Graupelschauer von Wien feiert Christopher Dieber und nach 676 Tagen und unzähligen gesundheitlichen Rückschlägen sein Startelf-Comeback. Für Rapid Düsseldorfer verletzungs- und Corona-geplagt, dazu Grill gesperrt, gehen mit dem letzten Aufgebot in das Spiel gegen den WRC. Und sind von rechts nach links in Durchgang 1 sofort auf Temperatur. Christoph Knasmüller mit der ersten Gelegenheit gut in Szene gesetzt von Schick, aber dann rechtzeitig abgelaufen aus Wolfsberger Sicht von Dedic. Und das Duo Schick-Knasmüller sollte auch in der nächsten Szene im Mittelpunkt stehen. Flanke Schick, Kopfball Knasmüller, da war definitiv mehr drin. 3 Minuten später kommt dann auch der WRC zu seiner ersten Möglichkeit. Das ist Matthäus Taferner. Und Niklas Hedl bekommt gerade noch den Ball eingeklemmt. Das war eine richtig gute Möglichkeit für die Gäste aus dem Lammertal. Speziell in der Anfangsviertelstunde geht es rauf und runter im Allianz-Stadion. Dann schon wieder Rapid. Lubicic auf Bernhard Zimmermann. Eine Bewegung, ein Abschluss. Knapp am Kasten von Alexander Kofler vorbei. Und dann schon wieder die Lavantaler mit Lindl. Der Wiesinger starten sieht, Wiesinger vorbei an Hedl und dann nicht mit dem Abschluss auf das Tor. Eine kuriose Szene, hat zunächst auch nicht ganz sauber gewirkt das Ganze. Aber hier ist gut erkennbar, dass Wiesinger schlichtweg die Balance verliert. Es ist ein richtig temporeiches, uninteressantes Fußballspiel. Und in dieser Phase legt der WRC nach mit Nicolas Veratschnik, dem heutigen Startelf-Debütanten. Aber Niklas Hedl präsentiert sich wieder äußerst stabil. Ja, und für Hedl wird es gleich wieder gefährlich. Aufgepasst, Dedic nicht zum ersten Mal an diesem Nachmittag mit Platz, der Schuss noch abgefälscht und knapp am Rapid-Tor vorbeisegelt. Die darauffolgende Ecke dann in der 31. von Lindl. Da ist Baumgartner und wieder Hedl zur Stelle. Zu zentral der Abschluss vom ehemaligen Bochumer. Hedl neuerlich auf dem Posten und in diese starke WRC-Phase hinein. Dann folgender Rapid-Angriff. Lubicic auf Schick und dann ist Zimmermann zur Stelle. Und Rapid führt in der 38. Minute. Viertes Tor im 6. Bundesligaspiel für den erst 20-Jährigen. Demir leitet das Ganze ein mit dem Weg ins Zentrum. Lubicic sieht Schick. Guter Laufweg vom Rapidler mit Übersicht die Vorarbeit. Und dann Zimmermann, wie man ihn kennt, humorlos. Kofler und Baumgartner können nicht mehr reparieren. Damit führt Rapid zur Pause doch etwas glücklich mit 1:0. Und hätte diese Führung fast ausgebaut nach Seitenwechsel. Demir auf Knasmüller. Aber das Außennetz verhindert das 2:0 für Rapid. Genialer Pass von Demir. Guter erster Kontakt, dann auch in weiterer Folge von Knasmüller. Keine Abseitsposition, nur der Abschluss ist nicht 1A. Dann Leitgeb auf der Gegenseite mit diesem Querlatten-Kopfball nach Lindlecke. Es sollte der Startschuss sein in die beste WRC-Phase in der zweiten Hälfte. Die Lavantaler hochdominant nach Wiederbeginn. Rapid nur noch Passagier. 5 Minuten später dann der nächste ruhende Ball. Einer von vielen bei den Wolfsbergern. Wieder Leitgeb und Krachowatz wirft sich in den Schuss. Ja, und nach 75 Minuten fällt er dann doch. Der überfällige Ausgleich. Wiesinger, klasse Ball in die Tiefe. Taferner, 1 beide. Exakt nach 75 Minuten der Ausgleichstreffer. Aus dem Spiel heraus wohlgemerkt. Wiesinger mit der starken Passidee und auch Umsetzung. Es ist kein Abseits. Taferner stiehlt sich im Rücken von Wimmer davon. Bleibt veredelt cool, macht sein erstes Bundesliga-Tor seit September 2020. Und plötzlich hat der WRC die Chance auf den Sieg. Aber dann kommt Rapid, dann kommt Savic. Ein Kunstwerk von einem Tor. 19 Meter die Entfernung, 101 Stundenkilometer. Besser kannst du einen Ball nicht treffen. Erstes Bundesliga-Tor im dritten Spiel für Dragoljub Savic. Die Vorlage kommt von Binder. 2 Rapid-Amateur-Joker entscheiden vielleicht dieses Spiel. Aber der WRC kommt noch einmal. Faktisch im Gegenzug. Wieder Dedic. Wieder mit zu viel Platz. Wiesinger knapp am Tor vorbei.
Riesenglück für Rapid in dieser Szene. Die Abwehr alles andere als gut sortiert. Und das war's doch immer noch nicht. Ein letzter Anlauf der Kärntner in der 95. Lindl, Wiesinger. Und das ist Dominik Baumgartner. Aber das ist auch Niklas Hedl. Er wird einmal mehr zum Matchwinner für Rapid. Der 20-Jährige hält am Ende den Sieg für die Wiener Fest. Und so jubelt Rapid über drei ganz wichtige Punkte im Kampf um Europa. Und das gegen einen direkten Konkurrenten. Und das wieder wohlgemerkt mit dem letzten Aufgebot. Umso bitterer auf der anderen Seite für den WRC, der kein schlechtes Spiel gemacht hat und sich selbst um die Früchte der Arbeit bringt.